Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Remnant 2. Wir sind noch immer in Kaiulas Ruhestätte unterwegs. Ich bin da ja zuletzt ein kleines bisschen umhergeirrt, weil ich nicht so genau herausbekommen habe, bin ich hier richtig, weil das ist so ein kreisrunder Bereich hier und bin ein bisschen durchgestürmt, um zu versuchen herauszubekommen, wie es da irgendwie weitergeht. Ich habe dann zwischendrin irgendwie offenkundig hier an der Stelle eine Abkürzungstür geöffnet, das ich gar nicht so wirklich bemerkt habe, und ich sehe, hier hinten scheint es vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter zu gehen. Es sieht zwar so aus, als ob hier dann Ende Gelände ist, aber das sieht ein bisschen anders aus als alles andere, und ich werde jetzt einfach mal versuchen, da hinten mein Glück im Unglück zu finden, um hier weiterzukommen, weil das Spiel sagt mir, in diesem Gebiet soll es offenkundig weitergehen. We will see. Auf jeden Fall, die Abkürzungstür war extrem wichtig, weil der ganze Roundkurs ist extrem knifflig. Und ihr wisst ja, meine Nemesis, die hier rumläuft, mehrfach, der will ich jetzt nicht nochmal begegnen. Und deswegen geht es jetzt dann gleich hier rechts durch. So. Oh! Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Hey! So haben wir aber nicht gerechnet. Da oben hängen sie noch wie immer. Und dann kommt normalerweise noch einer runtergesprungen. Langsam kenne ich eure Tricks. Kopf hoch. Danke. Wow. Ah. Och, das ist das, was ich meinte. Immer dieses von hinten ankommen. Unfair. Uff. Na, trau dich raus, komm. Verbrenne. So. Das hat mich jetzt aber ganz schön unnötig Leben gekostet. Mochte ich jetzt gar nicht. Hm. Aber das war auch, wenn die halt da hinter einem spawnen. Das ist auch nur so mittelcool. Also nicht geradeaus, sondern hier rechts. Da war sonst immer zu. So durch diesen Raum hier durch. Gespenstische Stille. Hier, die Tür. Ah, sehr wertvoll. Noch jemand? Ich muss mal ein kleines bisschen lauter auf meinem Ohr machen. So. Ups. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Ich sehe da hinten was lila leuchten. Habe ich das nie eingesammelt? Nee, ich war da. Das ist genau der Bereich, wo ich noch nicht war. Oh je. Ich ziehe mich nochmal ganz kurz zurück. Nehme das geschmiedete Eisen mit. Ja, muss das doch. Wo kommst du? Ja, Nahkampf. Komm. Oh. What? Oh nein. Weiter geht's. Einfach nur einsammeln. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Träne von Kaiula. Oh! In Kaiula. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Oh! Oh!
Hallo. Ich hätte eh nicht durchgekonnt, also hui. Hä? Oh shit, ich muss aus diesem tiefen Wasser raus. Ah ja, hier. Oh, er buddelt sich durch die Gegend. Ah, tiefes Wasser. Ich dachte, diese Blumen, da ist es nicht so tief. Oh. Dann hast du verloren. In dem tiefen Wasser hast du verloren. Das ist für Munition. Au. Oh, das tiefe Wasser, das ist ganz schlimm. Crab Attack. Oder sowas. Gut, okay, das heißt durchrennen. Definitiv durchrennen. Alles klar. Ich muss nicht durchrennen. Das ist praktisch. Der ist schnell. Oder sie? Oh. Ah, falsche Taste gedrückt. Okay, ja, das ist nicht so knifflig. Das ist nur... Ich muss da ganz kurz rausbekommen, weil selbst wenn er unter der Erde oder unter Wasser quasi auf einen zuschwimmt, kann er auch mit den Fangarmen zuschlagen. Und das hat mir jetzt gerade beim Wegrennen immer mal wieder Leben gekostet. Einfach mal ein bisschen mehr umherrennen. Ah. Das ist zu nah. Ja, naja, das ist definitiv zu nah. Wieder weg. Lauf! Lauf, 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 lauf. Brauch so eine Route, wo ich sicher bin. Oh! Die Säule rum sieht's gut aus. Ah, du bist zu nah. Nein, nicht da rein. Puh. Aber das ist gut hier.
Boah, wenn sie treffen, ey. Ja. Oh ja. Das ist nicht gut. Das lange Umstoßen und dann komm ich nicht weg von ihm. Das ist aber auch... Ah. Gut, ich hätte vielleicht wegrollen sollen, aber ich wollte es mal ausprobieren, ob das einfache Wegrennen... Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Aber okay. Da hatte ich schon schwierigere Bosse. Wahrscheinlich ist es auch wieder bloß die erste Phase. Falsche Säule. Ah, das ist wirklich der falsche Ort hier. Jetzt schnell weg. Genau. Der Bursche kommt sehr schnell hinter mir her. Jo! Damit haben wir... Oh. Gerade eingebuddelt, wo ich schießen wollte. Verdammt. Was macht er denn jetzt? Wow! Schon wütend, der Bursche. Gut. Es fühlt sich an wie so ein Boss, der vielleicht im Team leichter ist. Aber er ist nicht unschaffbar. Boah, das Umwerfen ist echt maximal nervig. Ich muss weiter weg von ihm. Ich dachte, das sei jetzt weit genug, aber... Boah. Ui!
Ganz schönes Versteckspiel. Beim Nachladen. Uah! Ja, toll. Und dann schlägt er mir wieder in den Rücken. Ja, also ein reines Weglaufen, wenn er mich umgeworfen hat. Dann Panic Rolls, Panic Rolls, Panic Rolls. Das ist nur... Das ist... Mein Hirn zwingt mich förmlich davor... Zwingt mich förmlich dazu, einfach wegzurennen. Aber genau das will er. Mist. Geh da raus. Uah. Weit weg. Gleich wieder aufpassen. Weglaufen. Oh, jetzt ging mein Kritschuss in die Hose. Schade. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. War das jetzt nur ein Schuss? Die greift das weit mal nicht. Da! Mechanisch habe ich ihn schon verstanden, also müssen wir das nur noch runterbringen. Der mich echt getroffen da. Oh, das war's da schon wieder. Oh! Uff! Oh. Ah ja! Das ist auch von der anderen. Jetzt habe ich sogar gewartet. Ich bin nicht weggerollt, sondern habe sogar die Kamera gedreht, um zu gucken, wann er zuschlägt. Aber er hat den Angriff, den ich gedacht habe, dass er ihn tut, in diesem Fall, Fragezeichen, verzögert. Weil früher hat er mich immer schneller erwischt. Naja. Oh.
Wow, durch die Wand durch. Triple-Treffer, toll. Das rauscht und huscht so, das macht mir Angst. Das Timing dafür muss ich auch noch, wenn ich gerade nicht hinschaue, auch noch unbedingt rausbekommen. Oh! War es, glaube ich, richtig. Der macht ja doch böse Schaden mit jedem kleinen Fehler. Nochmal die Fangarme. Kommen die immer zweimal oder nur, wenn ich zu lang brauche? Das ist... Aua. Oh, shit. Vor allem halten die jetzt mehr aus? Nicht gut. Und ich kann mich nicht mehr heilen. Oh je. Jetzt hat er seltener seinen Tentakel in den Boden gehauen, sondern ist mehr hinter mir hergeschwommen die ganze Zeit. Sein Mistbiest. Ich hatte ihn fast. Ja, well. Ich bemerke immerhin eine Lernkurve, also insofern beklage ich mich nicht. Nein, nicht hier. Na los, na los. Oh.
Oh ja, komm genau doch vor mir hoch. Tsunami. Ah! Jawohl. Muss ja näher an ihm dranbleiben. Ah! Zu nicht zu nah! Huhuhu. Ich heile mich nochmal zur Zeit. Ach Gott. Gut, schlechte Idee. Verdammter Mist. Auftaucher und Zuschlager vergessen. Die Fangarme. Ein bisschen tankier, ja. Nicht schon wieder vor! Nachladen. Vier Kugeln noch, cool. So. Nochmal die Munition einsammeln. So. Au. Nein. Oh. Dactylus des Zwielichts. So läuft das. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Das war jetzt aber komisch gesprochen. Eigenschaftspunkt. Expertise. Oh. Geknackt, Rüstungseffizienz plus 2. Ja, aber der Boss hatte was. Ich finde, der hat Spaß gemacht. Man musste lernen, vernünftig in der Arena zu manövrieren, bevor man irgendwie ins zu tiefe Wasser läuft. Man musste schnell sein, sich ständig umschauen. Er hat halt ständig zwischen sehr interessanten Attacken gewechselt. Das musste man verinnerlichen. Diese zwei Zwischenphasen mit den Tentakeln war ganz spannend, um eben wieder Munition zu sammeln. Also, alles in allem? Ein gelungener Boss. So. War ich hier schon mal? Nein. Aber dann, werden wir natürlich kurz in die Stadt zurück. So ganz ohne Heilmethoden ist vielleicht nicht so klug weiterzumachen. Und vielleicht gelingt mir das ein oder andere Upgrade jetzt. Wie viel Geld habe ich? 1200. Ja, was kann ich für dich tun? Ich möchte verbessern. Oh. Oh, geschmiedetes Eisen fehlt mir. Dann holen wir uns mal 3. Du weißt, wo du mich findest. Für das Gewehr. Das benutze ich ja häufiger. Ich weiß, ob ich nicht hier wäre. Oh, wow, du bist es. Wegen der Gerüchte dachte ich, ich würde dich vielleicht nie wiedersehen. Sie sagten, du wärst mit dem alten Fort abgehauen und ich habe dich seither nicht mehr gesehen. Wo warst du?
Ich habe den Alpen vor seinem begrabenen Ort geholfen, damit er den alten Kristall reaktivieren konnte. Du meinst den megagroßen Stein, der da drüben schwebt? Ro sagt, dass man damit an andere Orte reisen kann. Sogar zu anderen Welten. Bevor wir hierher kamen, hätte ich ihn ausgelacht. Aber ich habe schon verrücktere Geschichten gehört. Und dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass das nicht alles erfunden ist. Es fühlt sich so an, als ob hier alles wahr sein könnte. Sie haben sogar meine Saatfäulnis geheilt. Weißt du was? Vielleicht beginne ich an Märchen zu glauben. Sogar an den Weihnachtsmann und Fulton's Blaine. Also geht's dir wieder gut? Ich weiß nicht, was in dem Mittel steckt, das Doc Nora mir verabreicht hat. Aber ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Verdammt, vielleicht war es Fulton's Blend. Okay. Wo hast du dieses ganze Zeug her? Ich habe es in den alten Ruinen hier gefunden. Man kann hier noch immer jede Menge nützlichen Krempel finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Und das weiß ich. Ich habe einfach nur versucht zu überleben, weißt du? Vielleicht das ein oder andere für später sammeln, wenn wir weiterziehen. Aber dann bist du nicht mehr zurückgekommen. Und Bo meinte, dass die Leute den Kram hier gut gebrauchen könnten. Also habe ich beschlossen, das Zeug unter die Leute zu bringen. Also, wenn du je etwas brauchst da draußen, in den Welten oder wo. Ja, das wissen wir schon. Was hast du im Angebot? Ui, ein Ring. Erhalte nach der Tötung eines Gegners 15% erhöht kritische Chance für 10 Sekunden. Hoho. Erhöht Ausdauergeneration um 25 und verringert Ausdauerkosten um 50. Boah. Erhalte 5% Bewegungstempo und 7,5% Nachladegeschwindigkeit für alle 25% der fehlenden maximalen Gesundheit. Deaktiviert Schwachstellen. Erhöht kritische Chance um 10%. Oh. Jetzt gucke ich mal, was übrig bleibt. Nachdem ich jetzt quasi meine Waffe abgegradet habe. Weil der eine oder andere Ring, der sah jetzt gerade sehr sexy aus. Aber ich glaube, das reicht mir nicht. Geht's. Gut, aber könnte besser sein. Eine Standardwaffe auf plus 10 bringen. Jetzt habe ich nur noch 750. Na gut, da muss ich also wirklich da mal sammeln. Du. Kannst du etwas für mich herstellen? Das Ding hier, ne? Dactylus des Zwielichts, Lumenkristall, Altmetall, ja. Feuert ein Projektil ab, das Saat-Tentakel beschwört. Tentakel verursachen 30 Schaden und rauben 5,5% der maximalen Gesundheit des Helden. Nee. Nee. Wenn ich das jetzt verkaufe, das werde ich nie verwenden. Dann habe ich wieder Geld. Okay, wir sind hier fertig. Dann hole ich mir den einen Ring, der da... Das war das mit den Crit-Chancen. Hey, du bist zurück! Erhöht nach der Tötung eines Gegners 15% erhöhte kritische Trefferchance für 10 Sekunden. Für 500 bloß! Geil. Kaufen. Und das Ding war ja auch geil. Ausdauergeneration um 25 und verringert Ausdauerkosten. Na, wobei, nee. Nee, das ist schon okay. So, welchen Ring tausche ich jetzt aus? Maximale Gesundheit 10, Rüstung um 15. Wenn die Gesundheit unter 30% fällt, wird der angehende Gesamtschaden um 25% verringert. Erhöht die maximale Ausdauer um 25 und die Bewegungsgeschwindigkeit um 10. Verwenden eines Mods regeneriert 10% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 10 Sekunden. Dann nehme ich den Blue Tearstone Ring raus. Gegen den hier. Okay, ich habe immer noch kein Amulett gefunden. Absurd. Was haben wir hier noch? Erhöht Reliktkapazität um 2. War das Ding jetzt? Da? Scheiß auf die 8% weniger Gesundheit. Ich habe jetzt 2 Heilflaschen mehr. Yo. Me likes. Inventar. Habe ich da noch irgendwas in meinem Inventar, was ich... Nee. Nee. Alles klar. Dann gucke ich nochmal ganz kurz, wie viel... Ich jetzt für die Pistole bräuchte. Schieß los. Kann ich sonst noch etwas für...
10 geschmiedetes Eisen, hast du so viel? Bin echt beeilt. Immerhin 6, dann holen wir uns alle. Für später dann. Okay. Wieder auf ins Getümmel. Beste Ring ever, den werde ich nie wieder ablegen. Und weiter durch den fernen Wald. Erinnern wir uns nochmal an die Quests. Genau, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also generell die Segmente, die Hauptquest, die Monstrosität. Die Dienerin der Kaiserin hat mich gebeten, die Monstrosität zu töten. Wenn ich ihr helfe, dann revanchiert sie sich vielleicht. Also irgendwo hier im Wald wahrscheinlich. Der merkwürdige Flötenspieler sagte, dass ein mächtiges Wesen namens der eine von vielen beim Taenbaum gefunden werden kann. Um dorthin zu gelangen, muss ich durch den fernen Wald zum Witwenhof reisen. Wir sind gerade im fernen Wald angekommen. Wie heißt es so schön? The plot thickens. Wir kommen unserem Ziel immer... Jetzt geht's los. Flugzeugs! Mal ein bisschen auf die Umgebungsgeräusche achten. Hey, was seid ihr denn? Kritters? Süß! Da hinten ist was Goldenes. Das hole ich mir kurz. Oh, da ist noch mehr goldenes Zeug. Oh, die verstecken sich jetzt halt wahrscheinlich alle überall. Verzinktes Eisen, das wird die nächste Stufe sein. Geschmiedetes Eisen. Ja, wie gesagt, die Pistole nachziehen. Ich mag euch jetzt schon nicht. Hey! Ich hab gerade gesagt, ihr seid süß, aber ich nehm mein Urteil zurück. Vor allem die Rollen hat einfach unentwegt. Irgendwo im Baum fest. Nein, da ist er. Einmal mehr möchte ich die schöne Musik hervorheben in diesem Spiel. Echt? Ganz großes Kino. Schön vielseitig und immer schön geradezu episch. Auch mit echten Sängern, Sängerinnen, Chor bisweilen. Treibend oft. Also, Chapeau. Gute Musik ist so wichtig in dem Spiel. Und bisher hat mir das alles sehr gut gefallen, was mir da aufs Ohr gelegt worden ist. Das war jetzt bisher alles schön streng, eng und okay. Die sind gemeingefährlich. Da habe ich schon mal eins verletzt. Okay. Dass ihr euch aus so einem Holzboden rausgrabt, ist aber auch... bedingt lustig. Die könnten dann auch langsamer sein. Die sind echt rasend schnell, die Viecher. Und
schon ist es wieder diese geradezu ohrenbetäubende Stille. Nein. Reliktstaub, geschmiedetes Eisen. All das kann ich noch brauchen. Da. Geschmiedetes Eisen. Wenn auch nur eins. Okay, das gefällt mir bislang, weil es so... Auch wenn es links und rechts mal geht, aber es ist schon ziemlich schlauchig. Und das finde ich gerade ganz angenehm. Wir hatten schon andere Waldstücke da. Ugh. Ich glaube, der erste Bereich mit diesem Dorf in den Bäumen. Das war... Und schon geht's auseinander. Okay. Ah, oh, ich mag lila Loot. Ich mag es nur nicht, dass das aussieht wie eine Falle. Ring des Wächters. Fügt einen Stapel Bollwerk hinzu, wenn sich ein Gegner innerhalb von 15 Metern befindet. Nach Erleiden von Nahkampfschaden wird es auf 2 Stapel für 10 Sekunden erhöht. Nope. Oh. Serum der Ghoul. Hier haben wir jetzt schon das geschmiedete, verzinkte Eisen. Was ist das denn? Verbrauchsgut. Verringert den Ausdauerverbrauch um 50% für eine Minute. Mhm. Diese Consumables, die sind echt sehr mächtig, aber sehr selten. Finde ich ein interessantes Konzept. Boah, ihr schon wieder. Oi! Kamikaze-Flieger. Das mag ich gar nicht. Der ist ein Galgenhumor. Das ist so unglaublich. Hier noch irgendwas? Nein. Ist da vorne schon der nächste Checkpoint? Tatsache. Gut. Dann ist es der... Oh, da vorne ist ein Hobbithaus. Cool. Dann ist es der richtige Moment, hier einen Break zu setzen. Nach diesem Boss und diesem halben Level hier. Und sich darauf vorzubereiten, was hier hinter diesen Türen auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Da ist irgendwas Blaues. Blutmondaltar. Herstellung. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Hier geht es an dieser Stelle in Kürze weiter in Remnant 2. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und macht's gut.